super, international zu spielen und das mit so einem jungen Team. Ich glaube, wenn uns Anfang der Saison jemand gesagt hat, wir werden viert, hat auch niemand die ganze Handball-Schweiz darüber gelacht. Und darum ist es wirklich super, dass wir mit so einem jungen Team, mit dem jüngsten Team der ganzen Meisterschaft, viert sind worden. Ich denke, es ist sensationell, dass wir hier den Europacup geschafft haben. Mit dieser jungen Truppe. Und die Truppe hat sicher Zukunft. Unser Ziel war eigentlich der Europacup und das haben wir erreicht. Hier ein bisschen ins Ausland gehen, ist sicher cool, eine coole Erfahrung. Weil für Mädels ist das ein super Erlebnis. In sportlicher Hinsicht kann man sich fragen, ob es Sinn macht, aber der Erlebnisfaktor ist sehr hoch. Spaghetti à la Ramseier und dann noch einen Zaubertrunk vorher, aber da kann ich nicht sagen, was es war. Ich habe eigentlich daran gelebt, dass wir gewinnen könnten. Also, es hat ja auch in der ersten Halbzeit so ausgesehen. Ja, wenn wir nicht den Hänger hätten nach der ersten Halbzeit, dann wäre es sicher noch knapper geworden. Wir hatten eigentlich das gleiche Konzept wie gegen Yellow Winterthur. Das hat tiptop geklappt am Mittwoch. Wir haben nicht viel verändert. Gegen Zug hat es jetzt halt nicht so geklappt, aber wir wollten ganz klar gewinnen, weil mit Gewinnen ist es viel schöner, die Saison abzuschliessen. Wir sind riesen Wundertüten, oder? Und das hat sicher mit unserem Altersdurchschnitt zu tun. Wir können alle ärgern, wir können aber auch gegen schwächere Gegner verlieren. In der zweiten Hälfte hat der Zug ins Offensive gekommen. Dort haben wir lange gebraucht, bis wir den Weg gefunden haben. Oder wir haben ihn eben praktisch nicht gefunden. Ja, dort merkt man halt, dass wir eine junge Mannschaft sind und dass wir noch so routiniert sind. Oder auch niemand haben, der halt eine Verantwortung übernimmt. Ja, wir haben sich auch ein bisschen selber verbockt. Dumme Fehler gemacht und einfach nicht 60 Minuten einfach keine konstante Leistung gewesen. Und das reicht halt gegen sie nicht. Ich freue mich, dass wir noch eigentlich eine mehr oder weniger gute Leistung gezeigt haben. Wir haben unser Mannschaftsziel erreicht, wir sind Vierte geworden, wir haben uns für den Europacup qualifiziert und ja, eben, ich bin mit gemischten Gefühlen. Auf eine Art freue ich mich aufs Ausland, neues Abenteuer, neue Liga, aber auf eine Art scheiss mich ein bisschen anzugehen, weil da habe ich es mega gut gehabt, so viel. Keine Ahnung, es ist mega geil im Team und der ganze Verein mit den Herrenmannschaften ist alles super. Mal klar, ein 35 Jahre ist ein bisschen viel. Wir haben schon mehr drin gelegen und es ist schon schade. Haben wir uns nicht mit dem Sieg von unserem Publikum verabschieden, aber schlussendlich hat es gelangt. Ja, für mich spricht der Match schon ein bisschen für die Saison allgemein. Ja. Wir haben vorne in der zweiten Halbzeit auch wieder keine Geduld. Hinten werden wir passiv suchen, keine Unterbrüche mehr, schwätzen nicht miteinander. Ja, alles, was wir in der ersten noch gut gemacht haben, möchten wir in der zweiten auch wieder nicht mehr. Ja. Ja, es kann sicher schlimmer sein. Mir schmerzt mehr, dass das letzte Spiel mit meiner Schwester war. Es überwiegt momentan für mich mehr. Ja, es war ungeduldig. Der Flo hat es neunmal geschrieben, dass wir geduldiger sein müssen. Thank you.
Ich bin der Meinung, dass wir uns nicht mehr so gut verstehen.